Was ist denn? Immer raus aus meinem Kopf! Ah. Das ist doch nicht so fast. Sag mal, man kann nicht, kannst du nicht in die andere Richtung aufstehen. Ich wollte euch, das ist doch. Was, ja, was bist du überhaupt? Was machst du hier? Das ist mein Haus. Ja, Ich versuche gerade die ganze Folge mit durchzukommen. Hallo, ja, Rahm. Guten Tag. Hallo, Rahm. Ich bin gerade nur aufgewacht. Ja, das ist. Dann hast du. Dann sind das Teleporterbetten in der seinen neuesten Generation. Ja, Minecraft-Generation. Ja, ich merke das schon. Ja, ja, schlimme Sache. Gerade eben gucke ich noch deine LP und dann blub bist du hier. Das ein Blumentopf. Ja, das sieht wunderschön aus, nicht wahr? Ja. Das ist auch so. Ich bin begeistert. Also wenn man mir nicht sagen würde, dass es ein Blumentopf ist, dann weiß ich nicht. Also da steht eine Blume drin und das sieht aus, also kann auch eine Keksschachtel sein. So ist nicht. Mama, aber dann, Moment. Dann würde mich die Blume etwas wundern. Oh. Kaputt. Moment, mach lass mich mal. Ich hab die gerade. Haha, mein. Ich versuche gerade an Keks reinzublatten, das geht nicht. Oh, oh, mach nochmal hin, mach nochmal hin. Jetzt komm mal hierher, das sieht toll aus, wie so eine Mickey Maus. Die mit den Ohren immer so hin und her am Wedeln ist. Zwei Ohren, die so mal abwechselnd fangen so schwer. Ja, genau. Ja, eben war es noch gleichzeitig, das war noch viel cooler. Jetzt sind es asynchrone Ohren. Ja, ja, finde ich. Voll assi, ey. Finde ich gut. Ich habe doch die Blume, ja. Da, so. Ja, wunderhübsch. Meine Hunde gucken mich auch so an, nach dem Motto, was ist das? WTF. Ja, die haben Hunger, verstehst du? Ein Schnitzel, da steht rahmig drauf, das ist lecker. Boah, mich gucken die nicht an. Der guckt da. Hallo, haben die Namen? Das ist Boris, das ist Boris 2, das ist Boris Entrup und das ist Borine. Aha. Also ich denke mir jetzt mal in jeder Folge neue Namen dafür aus, aber das ist aktuell. Das muss ich ja nicht wissen. Für die aktuelle Aufnahme ist das jetzt aktuell. Und der Hund, das ist Karl-Dieter Wilfried Bernd. Ja. Hallo, Karl-Dieter Wilfried Bernd. Schön, dich kennenzulernen. Da drüben steht der Günther und der schläft, glaube ich, noch. Oder Günther! Der hier vorne. Der Baum da. Los, Günther, sag was. Nein, spring nicht. Guten Morgen. Wir sind nicht mehr allein. Ist das aber schön. Bin ich jetzt eifersüchtig? Nee, der Günther freut sich. Na, Günther, du freust dich. Oh, jetzt fällst du mich bestimmt, weil jemand anderen heißt. Es tut mir sehr leid, Günther. Das ist so. Nachher fällst du mich, wenn ich hier wieder rausgehe. Ich nehme die Axt. Natürlich, dann sägst du mir die Beine ab. Ich habe leider gerade keine Axt. Doch, ich habe eine Axt dabei. Guck mal. Ja, nee. Das, hi. Ja. Oh Gott, wie mein Inventar aussieht. Oh, Kekse. Ja, so zähmt man eine Handball. Ist ja auch gar nicht unheimlich. Ich bin hier. Guck mal hier, das ist schön. Das bedeutet, ich muss dich jetzt auch noch mit durchfüttern. Ich leg da mal noch mal ein paar Eier rein. Ich habe vorhin, als wir schon mal total heimlich die Welt erkundet haben, da habe ich dann schon mal gezeigt, was ich in letzter Zeit so gemacht habe, damit der mal hier auf dem Laufenden ist. Und jetzt bin ich selber nicht mehr, was wollte ich als nächstes machen? Hier steht Höhlenbasis. Okay, Höhlenbasis. Bei mir steht auf den ganzen Schildern überhaupt nichts. Was ist, hier steht auf den Schildern nichts? Nee, die sind alle blank. Das sind alles Blankoschilder. Aber ich habe ja gesehen, dass da was eigentlich drauf stand. Ja, also da drauf steht Steine, Sand und Erde, Essen und Grünzeug. Und hier steht Höhlenbasis, Birke pflanzen und Dorfplatz suchen, Keller machen. Also ein sehr ausführliches Schild. Ja, das ist meine To-Do-Liste. Wegen meinem leckenden Gehirn und so. Mhm. Ich wollte da die Kekse nehme ich mit. Was wollte ich machen? Was wollte ich hier eigentlich? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist los? Achso, ich wollte. Guck mal. Ich hab hier Eisenbarren und wollte dir daraus eine Rüstung machen. Das hat sich gereimt. Das ist toll. Ja. Das ist schön. Gott, hab ich hier schon. Bah. Hier, da. Ich dachte mir, ich guck da mal, wie die Lage so ist da oben. Wie ist die Lage? Ah, ein Hut. Eine Hose. Da sind noch Schuhe. Eine Schuhe, hier hast du noch Hemdeisen. Für meine Oberkörper. Ja, das sieht echt sehr, sehr erotisch von dir mit der Orange. Das ist ja normal, das kenne ich ja. Ich muss sagen, deine Rüstung gefällt mir besser. Die ist auch aus Gold. Warte, ich mache noch einen Amboss. Ich muss sagen, ich spiele ja auch gerade das erste Mal jetzt mit der neuen Version. Deswegen zeige ich dir jetzt gleich mal, was ein Amboss ist. Den Stellen. Gesehen habe ich da auch schon was zu, aber noch nicht. Aua. Das war mein Fuß. Knack, Amboss drauf. Kann man Kekse schmieden? Vielleicht eine Keksspitzhacke. Das wäre doch Da kann man.
aus 39 Keksen kann ich 39 Kekse machen. Das ist toll. Nee, kann ich gar nicht. Das ist schade. Ich meine, geschmiedete Kekse? Mhm. Ist, so entsteht auch Spekulatius. Du meinst einsame Kekse? Legt man auf den Amboss? Mhm. Ja, genau. Ach nee, die harten Teile waren ja die Printen, ne? Oder was war das? Ja, was ist denn? Guck mal, ich hab ja Diamanten, da könnte ich mir mal einen Diamanten. Ah, machen wir noch nicht. Und dann, ja, du machst das schon, ne? Ich hab voll vergessen, was ich jetzt eigentlich tun wollte. Ich will die Höhlenbasis fertig bauen. Eigentlich bräuchte ich dafür Ressourcen und ich habe keine Ressourcen mehr. Das bedeutet, wir müssten eigentlich Ressourcen sammeln. Doch Holz habe ich noch eigentlich. Ja, ich stehe einfach mal auf Abruf da, ne, falls es ist. Ja, ich melde mich dann in ein paar Parts bei dir wieder. Oh, hier ist Lars drin, ne? Was noch mit Lars? Glas muss ich mehr mitnehmen. Wolle kann da rein. Achso, das. Ich wollte ja noch Wolle blau färben. Jetzt weiß ich wieder, dass ich irgendwas machen wollte. Aha. Ich habe Lapis Lazuli und jetzt habe ich blaue Wolle. Ist das nicht toll? Ja, es ist sehr schön, sehr blau. Und, ja, wunderbar. Ich habe schon wieder. Das ist bei Minecraft leider momentan immer so. Ich stehe erstmal 3 Stunden rum und die Leute denken dann so: Boah, Alter. Also du gehst auch immer so planlos an die Sache wie ich auch. Ja, genau, man startet die Aufnahme an. Und dann denkt man sich so, ja, was, wer bin ich? Was passiert, wenn ich in den Runden falle? Bin ich dann verloren? Ich weiß nicht, wie tief ich den gemacht habe. Es kann sein, dass du nie wieder rauskommst. Es ist nur ein Block, aber kann ich da hochschwimmen? Nee. Oh. Hallo, guten Tag. Kuckuck. Hui. Kuckuck. Warte, ich befreie dich. Also. Da ist es. Kann sie Treppen wieder setzen und das Wunder der Ecktreppen betrachten. Voll anti-Mainstream hier. Echt, ey. Mach's anständig. Le Wonder der Treppeck. Guck, Ecktreppen. Ist das nicht toll? Ja, ich hab mich gerade schon gefreut. Also halt sehr still und leise, aber. Ja, ich hab den Jubelschrei bis hierher, der war so laut. Das innerlich habe ich gerade getanzt. Und wenn wir Karotten hätten, könnten wir Schweine satteln und mit einer Karottenroute dann durch die Welt fahren. Das wäre voll lustig. Was es alles heutzutage gibt, ne? Das ist Kies, das ist Pflasterstein. Das ist absolut crazy. Ja, very crazy. Du hast ja Diamanten. Was hast du denn dann? Oh, Smaragde habe ich auch noch nicht gefunden. Habe ich in meinem Wüstentempel gefunden. Ah, ich habe noch keinen Wüstentempel gefunden. Oh. Ich habe nur einen Dschungeltempel bisher gehabt. Ich nehme mal ein bisschen Tropenholz mit. Erde nehme ich auch. Ich habe so viel Glas dabei. Ich brauche das hier gar nicht. Ich brauche das Glas mal weg. Wenn du irgendwelche Materialien brauchst, bediene dich. Außer, dass meine Diamanten sind meine. Ja. Ich mach mir mal eben Werkzeug, ne? Ja, so glänzendes. Nein. Ich hab hier da Eisenspitze da. So. Oh. Jetzt hab ich eine aufgesammelt. Warte, hier das mal. Oh. Jetzt hab ich leider keinen. Och, ich bin auch so deppert. Ich hab keine Sticks. Ohne Sticks kann ich natürlich auch nicht sowas bauen. Also, hatte kein Holz. Doch, ich hab hier. Warte, ich mach dir gerade noch eine Axt. Da ist eine Axt. Aha. Und noch und 2 Sticks. Genau, ich weiß nicht. Möchtest du die wieder haben? Nee, ich mach mir gerade selber welche. Ich muss mir wieder eine Axt machen. Dann hast du schon mal so ein bisschen Start. Und wenn du Holz brauchst, nimmst du dir aus der Kiste. Ich hätte gerne noch eine Schaufel. Da. So ein Zufall. Ah. So. So, und ich Ordnung muss ja sein. Eine Schaufel mache ich mir auch noch. Und dann mach ich noch Schipizacke. Und dann durch das Eisen da in die Truhe und mehr brauchen wir auch nicht. Boah, hier wird es gerade kalt, weil das Fenster sperrangelweit offen ist, was im Winter vielleicht ein bisschen suboptimal ist, aber nur ein bisschen. Halte ich für ein Gerücht. Das ist alles Einstellungssache. Wir sind ja auch nur -5 Grad draußen. Echt? Ich habe keine Ahnung. Nee, bei uns nicht. Echt? Bei uns in der Karibik. Ach so. Och, Mann. Da sind halt schon mal auch 10 Grad. Wow. Ja, ich... Schmeißt mit den Gradzahlen auch gerade so um euch, ne? Wie es euch passt. Ja, das liegt am Breitengrad. Da seid ihr der Sonne ein bisschen näher. Ja. Ich hab auch Fackeln für dich. Warte hier mal, das ist ein 64er Stack Fackeln da direkt neben dem Hund. Ja, hallo Hund. Komm und schnapp sie dir alle. Und jetzt. Ich bin dabei. Darf ich dich befackeln? Ich höre ein komisches Geräusch. Hast du das auch gerade gehört? Das war eine Höhle. Oder ein Flugzeug. Nee, ich glaube eher ein Flugzeug. Ich glaube, Minecraft ist mit dem Flugzeug, das ist realistischer. Ja, natürlich. Diese neuen Geräusche, die Minecraft macht, sind echt eklig. Wie gesagt, ich spiele gerade das erste Mal mit der neuen Version. Und das macht so... Das heißt, gleich werde ich kreischen wie ein Mädchen, wenn da irgendwas unbekanntes ist. Das Keks 12, ein Aufbringer, startet in die Welt von Emze.
Ja, ich mache doch immer diese Birkenfolgen. Ich widme immer Abonnenten eine Birke. Ach so. Die können dann, die schreiben dann ihre Minecraft-Geschichten. Also es sind unterschiedliche Sachen. Ich habe, das ist auch jedes Mal anders. Ich rufe dann jedes Mal zu einer anderen Aktion auf. Und ich in einer Folge, die schnappe ich mir dann die Kommentare von dem YouTube-Video, suche die besten raus oder gerade zufällig vielmehr so ein paar Sachen raus, die mir gefallen. Und dann lese ich die Geschichte vor oder die... oder den Witz oder was auch immer, und dann kriegen die eine Widmung an eine Birke. Die nächste Birkenfolge gibt es bald, wenn ich ein paar mehr Birken gepflanzt habe. Aha, das ist, klingt nach einem Konzept. Ja, das sind dann die Folgen, wo ich immer 2000 Kommentare habe. Was ich auch, ach so. Ja, Konzept, ja. Ist, ich bin kommentargeil, das weiß man doch. Also habe ich mir ausgedacht, wie kriege ich Leute dazu, mehr Kommentare zu schreiben? Ich biete ihnen was an. Ja, natürlich. Ja, schön. Fand ich schön, dass ich... Ich werde mir das Konzept mal klauen, ne? Ja. Du machst dann halt keine Birken, sondern Steine. Genau, da hat man auch mehr von. Ja, klar, es hält länger. So ein Baum, der kann einfach mal abfackeln, so aus Versehen. Ich hole mir noch kurz Eisen. So. Hi. Sonne geht runter. Wo wollen wir denn gerade hin? Höhle. Hölle. Hölle. Ich dachte, wenn wir da schon da unten sind, dann können wir wenigstens ein bisschen was da ausmachen. Ich wollte eigentlich. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich wollte eigentlich mehr Erde holen, aber. Ja. Ich esse noch mal eben was. Die Kekse halten ja nicht so lange. Nee, leider. Ja. Hungert man das dann. Das ist viel zu realistisch. Ja, das Keks hält halt nicht lange, ne? Nee. Ich wollte das hier dann noch kurz rausreißen, damit ich wenigstens das Gefühl habe, ich habe hier was fertig gebaut. Und dann ist die Überlegung, dass wir uns halt am nächsten frischen Morgen doch aufmachen. Ist schon wieder Nacht? Aua. Ach, krass. Was hast du gemacht? Wir haben mit meiner bloßen Hand gegen rein. Fingernagel. Ich mach dir noch ein zweites Bett hier hin. Moment. Ach, reicht's nicht. Ich leg mich da mal rein. Also, tschüss. Macht er wieder seine komische Bettgymnastik. Deine, du schwebst immer so. Das ist total merkwürdig. Ich würde mich gerne von außen. Also nicht. Ja, schon, aber nicht. Warte, ich leg mich mal rein. Dann kannst du sehen, wie das aussieht. Ja, du liegst einfach nur da. Ach nee. Au. Oh. Also, ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ne? Sag gar nichts dazu. Zum Glück, das kann man sich nicht übereinander legen. Ja, das könnte man vielleicht mit einem Mod man mal. Ja, ich weiß, springen kann das und so. Ja, das ist so ganz, ja, natürlich. Ganz harmlose Sachen, meinen wir damit. Ja, ich reiß mal dieses wunderschöne Fenster raus, wo ich in der letzten Folge schon gesagt habe, wie schön das einfach nur aussieht. Jetzt habe ich mich ja schon so dran gewöhnt. Also, ich wollte es in mein Herz schließen. Echt? Aber es war zu groß. Ja, das, das hat dann, passte da nicht rein. Da kriegst du eine Herzbeutelentzündung. Ist doch nicht schön. Wollen wir doch nicht. Nö, meistens nicht. Soll das. Willst du es komplett rausreißen? Ja, hilf mir mal. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich will hier nichts kaputt machen. Doch, einfach das hier. Ich wollte da ein Fenster nach außen haben. Und dann ist das Gejammere groß am Ende. Ach, guck mal. Alles kaputt gemacht. Warst du da unten schon? Ja, da unten ist, war ich schon. Das Problem. Da kommt dann mein Wasserfall dann rein. Da mache ich noch einen Lavafall dazu. Und wertvoller Gravel. Oh. Dunkel. Dunkel war es, der Mond schien helle. Ja. Mal. Ich kenne den weiteren Text leider nicht, aber ist lustig. Ach, guck an. Also du willst hier einmal komplett quasi Freiluft haben. Jupp. Aha. Und ich höre ein Skelett da unten. Oh. Oder ist es über uns? Was kann man nicht genau... Aua! Es ist hinter uns, hinter uns. Ich habe kein Schwert. Oh mein Gott, es ist ein Pumpkin-Skelett. Ich hau mit Keksen drauf. Du kannst ja dann ein Steinschwert machen. Die Kekse des Todes. Ja. Stimmt, ich hab Stöcke. Die, Cookie, die! Genau. Was? Cookie? Wo Cookie? Ich guck doch schon. Cookie da, Cookie weg. Cookie dent. Cookie, weil Minecraft ist gerade so laut beim Buddeln. Cookie? Ja, Cookie. Soll das hier auch alles noch tiefer? Ich ist Eisen. Ja, dann hol dir doch mal Eisen, dann hast du wenigstens Eisen zum draufscheißen. Ja, der muss ja aber noch eingeschmelzt werden. Da drüben steht, glaube ich, ein Ofen. Ich weiß es. Nee, steht gar nicht. Ich mach mal, dass mein Wort stimmt und da ein Ofen steht. Ofen. So, der Herr. Ja, ich sehe, ich kann mir auch einen Ofen selber machen. Ich hab's. Ach, guck mal. Ein Ofen. Ich dachte schon, gerade ein Skelett steht über mir. Ich habe allerdings nichts zum Brennen. Warte, ich pack da mal Holz rein. Das sollte ja auch gehen. Ich kann mir ja auch schnell Kohle finden. Ja, das passt auch so schön. Findest dir mal eben Kohle. Ich finde dir mal Kohle, Alter. Hebe ich mal eben ab von der Bank. Richtig. Ja, stimmt, du hast ja auf deiner eigenen Map. Es wäre auch toll, wenn man verschiedene Server-Maps miteinander verbinden könnte. Nicht? Ah! Danke, Creeper, ich wollte das eh abreißen. Oh.
Das denke ich mir auch ständig. Das war Absicht. Der hat voll wenig Schaden gemacht und guck mal, wie wenig der gesprengt hat. Was ist denn das für eine Pussy gewesen? Ja, ich wundere mich auch öfter mal. Aber wo kam denn der her? Der ist hier oben einfach raus. Das war